Leute, willkommen zu einem neuen Video. Schickt mir gerne Clips über meine Mailadresse, Link ist in der Videobeschreibung. Jetzt viel Spaß beim Video. Ich guck das Video nur, weil ich das Thumbnail bin. Wenn die Regie keine Anweisung gibt. Alter, darf man so viel davon trinken? Das geht ja gar nicht leer. What the fuck? Wie lange soll ich trinken? Schmeckt's denn? Ja, sehr gut. My dog keeps trying to escape. Vollidiot. Boah, das ist so eine Five-Head-Invention. Der Typ ist einfach zu krass. Und zwar fragen mich viele, hey, welche Stimmen kannst du denn überhaupt alles imitieren? Und ich zähle die jetzt mit euch zusammen auf. Okay. Ich bin's Farid Bang und ich mache gerne Sandwich ohne Brot. Bitte nicht, danke Micky. Ja, Freunde, Kollege, der Überboss hier am Start. Ihr wisst ja, Zuhälter, Dave 5 kommt raus. Junge, das ist so krass. Die einzige Stimme, die ich nachmachen kann, ist, boah, welche Stimme kann ich nachmachen? Die von Antonia, wenn sie, ich kann Reef nachmachen, wenn sie einen Voice Crack hat. Hallo. Ja. War jetzt nicht so gut. Zu pumpen. Mein Name ist Raf Kamora, wir sind hier gerade in Wien. Das hier ist Hamudi. Mein Name ist Bones MC von der 107 Straßenbande. Kennt ihr diesen Stefan Raff von Switch Reloaded? Ja, Freunde, LTV Total, meine Damen und Herren. Heute zu Gast Elton, meine Damen und Herren, ja? Hey, ich bin's, Ferris, Mann. Ich habe letztens gesehen, dass du den Waffenkoffer nicht mehr vollgepackt hast. Mit welcher Waffe sollen wir jetzt Klaus erschießen? Diese Filme, wo Leute so sprechen, so, hey, Bro, komm in die Hood. Wir klären das, Mann. Hey, guck mal, ich hab eine richtig fette Waffe im Kofferraum. Verdammt, Mann, wir knallen jetzt diesen Typen einfach ab und holen uns das Taster. Diese Filme hat man sich früher auf 18 komplett zugekifft einfach reingezogen, Dicker. Wirklich, das waren die besten Filme. Ich glaube, ich habe gerade meinen Hund übertrieben getreten. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Ich bin SpongeBob Schwammkopf. Ja, Freunde, ich bin's Opa Klaus. Ich bin 76 Jahre, ach Quatsch, 83 Jahre alt, ne? Ich hoffe, ihr liked das Video. Das ist eine ganz normale Erzählerstimme. Damit kann man Hörbücher vorlesen. Jetzt neu, Quellbrunn Fruity Punch. Der Bitburger Siegelhopfen. Jetzt... Ach, scheiß drauf, ich lass es. Im Einzelhandel. Jo, du Quarktasche! Ihr Anruf kann zurzeit leider nicht... Feministin unterbricht hart, aber fair, um über ihre Gefühle zu sprechen. Und zwar würde ich gerne... Kommen Sie doch mal an meine Seite, damit man Sie auch versteht. ...die Bundesregierung auf... Bitte? Kommen Sie doch mal an meine Seite, ja. Stellen Sie sich mal vor. Sie sind Zuschauerin gewesen dort. Wer sind Sie? Ich bin Katja Hartwig und ich bin Feministin. Ja. Bekennende Feministin. Was hat das jetzt mit Tieren zu tun? Das hat nichts mit Tieren zu tun. Ich möchte einfach diese Gelegenheit nutzen, Herr Ritter, mehr Ernst. Hier im Internet, hier im Fernsehen mitzuteilen, dass die Bundesregierung gegen Feminismus im Internet vorgeht. Ja, okay. Und ich möchte gerne die Bundesregierung auffordern, dass sie das. Das hat ähnlich viel mit dem Thema zu tun. Entschuldigung, aber das ist eine Hundeshow, also wir vermitteln hier Hunde, das ist echt interessant. Wir sind auch echt offen für das Thema Veganismus, X-Feminismus, nur wir wollen hier diesen Hund loswerden, verstehen Sie, was ich meine? Gar nicht. Herr Ritter, was du hier machst, ist respektlos. Nein, es ist komplett gewesen, respektlos. Herr Ritter. Es ist respektlos, was du machst. Lassen Sie kennen Sie das, sich? Was im Internet an Antifeminismus vorgeht. Und darf das Sie, von darf, den Bundesnachrichtendiensten... Ja. Ja, weil der Bundesnachrichtendienst... Und die da oben, ja, die erstmal ist in den Impfungen, ist da nämlich ein Mikrochip drin, ja, und dann planen die das auch alle, ja, weil die machen das, ja. Einfach modern in Devor. Oh, was ist jetzt los? Da war er! Da ist er! Der ist gerade über uns, da noch einer! Wo ist er? Wo kommen die alle her? Man hat ihn gesehen. Da ist noch einer! Da oben! Da oben ist er, modern in Devor! Alter, mit drauf! Schieß im Flug, Junge! Oh, Alter! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter! Ey, Digga, was ist das? Der ist aus Wasser aufgeprallt. Junge! Bro, der hat sich sowas von aus dem Gulag rausgekriegt. Andreas, komm, wir sammeln die auf. Gulag! Alter, es ist ein Gulag zurück, er hat Gulag gewonnen. Aber wie krank ist der jetzt? Mit welcher Geschwindigkeit? Siehst homo aus. Daniel, Kuss, danke dir. Homo heißt Mensch. Loser. Normale Menschen beklagen sich über ihr Gehalt. Fußballer so. Bei PSG verdienen sie im nächsten Jahr 50 Millionen Euro pro Jahr. Ja, ich habe dir doch gesagt, dass ich 50 Millionen verdiene. Ja, Mink, ja, ich habe gut verhandelt. Aber bei 50 Millionen, ich glaube, ich habe mich verhört. Ist das jetzt ein Schock für Sie?
Ja, allerdings. Das ist nämlich unfair. Wieso unfair? Der verdient 50 Millionen im Jahr und nicht nur 25 Millionen. Och, Mann. Du hast viel durchgeführt. Warte mal. Wieso Achtung, unfair? Chat, Achtung, Achtung, Achtung. Der verdient 50 Millionen im Jahr und nicht nur 25 Millionen. Du hast viel durchgemacht. Sieh dir seine Geschichte an. Er wollte weglaufen. Er wollte sterben. Er wurde angeschossen. Er wurde entführt. Aber er konnte sein Lächeln nicht verlieren. Was? Hä? Warum geht's nicht weiter? Was soll das? Gängeampel mit Münzenanwurf. Nur wer 50 Cent in diesen Kasten steckt, bekommt dafür grünes Licht. Pay to win, finde ich gut. Ist die Testphase hier in Duisburg-Neudorf erfolgreich, sollen noch in diesem Jahr Fußgängerampeln im gesamten Stadtgebiet mit so Münzautomaten geil, so ausgestattet geil. Werden. Das brauche ich. Der Stadtrat will die Einnahmen dazu nutzen. So, und dann auch die armen Leute einfach mal nicht auf die andere Straßenseite gehen. Ja, dann bleibt ihr halt da und müsst halt warten, bis kein Verkehr ist. So. Den Schuldenberg der Stadt in Höhe von rund 3,3 Milliarden Euro schneller abzubauen. So. Ein hehres Ziel. Aber was halten die Duisburger von der Neuerung? Famiga, Couscous. Anwohner Christian Werner reicht für die Überquerung eine einfache Grünphase von 4 Sekunden für 50 Cent. Ach, wissen Sie, ich habe da drüben mein Büro, ja? Ne, da muss ich aber täglich manchmal hier rüber, weil ich einen kleinen Hund habe, auf den muss ich aufpassen und so weiter. Und so tut mir die Bewegung immer ganz gut. Man muss ja hier wirklich Gas geben, damit man rüberkommt. Ja. Deswegen eine gute Sache. Ja. Und so bleibst du fit. Was? Das ist nicht witzig. Wenn man unpassende Fragen gestellt Isabel. Bekommt. Lest ihr die Fragen vor? Ja, wir lesen vor. Deep Throw machen wir jetzt, oder wie das heißt. Deep Throw? Real. Breite und Länge, die Best. Wie heißt denn? Real Talk. Real Talk? Deep Kann Throw. Er länger als 30 Sekunden? Ja. Nenn eine lange Zahl, nenn. So mindestens 10 Minuten. Ey, ich habe letztens gesagt, ich dachte wirklich, dass Knossis Freundin einfach 19 ist. Ich habe ihn angesprochen, weil irgendeiner hat geschrieben, dass sie 19 ist. Und ich habe sie noch nie getroffen. Und ich sag so, als wir in Hamburg waren, Jens, ist deine Freundin wirklich 19? Weil das ist, dass du bist dreimal so alt wie sie. Aber das ist sie nicht. Sie ist 25, also alles gut. Also nur doppelt. Hat er einen großen? Größe und Breite steht im Chat. Ja. Genau, will ich jetzt nicht drauf eingehen. Was ein Vater. Okay, fangen an. Zigaretten? Nein. Tattoo? Bestimmt nicht. Alkohol? Ja. Ja, weil du selber machst. Freund? Nein. Aber so, wenn ich 18 bin? Nein. Übernachtung bei Freunden? Nein. Und bei besten Freunden, bei meinen? Nein. Bei Klamotten? Nein. Also was heißt Klamotten? So, ob ich ein bisschen freizügig? Nein. Telefon? Also ja. Handy? Hab ich ja. Ein LGBTQ? Wunderbar. Lässt dich. Lässt dich. Ob ich lässt dich. Sie wird nie wieder jemanden vertrauen können. Nein. Ja! Dürfen Sie sich? Ja! Unbegrenzt. Oh mein Gott! Alles kaufen, was Sie in diesem Kaufhaus finden. Nein! Restlos alles. Nein, das dürfen Sie machen. Dann geil. Bitte. Jakob, der Wichser. Einmal reinspaziert und los geht's. Zurecht. Bitte einfach alles auswählen und dann geht's los. Nicht dein Ernst. Wir kommen gleich nach. Okay. Ich bin jetzt schnell weg. Ja, Zuckerkuss, danke schön. Dicker Mann. Bless you, Raphael. Dicker, das ist einfach Gamescom-Shuttle, aus dem Papa Platte aussteigt. Keiner hat ihn verstanden. Kennt ihr diesen Song? Ist mir egal. Ja. Viele haben ihn nicht verstanden, ich erkläre ihn euch mal. Oh, rip on the bro. Es geht nicht darum, dass alles egal ist. Es geht darum, dass Geld nicht alles ist. Ja. Dass die Welt am Arsch ist. Mhm. Die Reichen werden immer reicher und die Armen immer ärmer. So. Menschlichkeit ist wärmer als ein Anzug von Hugo Boss. Politiker predigen wirtschaftlichen Wachstum und wir sollen funktionieren, nicht mit mir. Ist ein Mensch weniger wert, weil er Hartz IV kassiert? Nein. Versteht mich nicht falsch, ich höre gerne Rap,
Aber was sagen die meisten Rapper dazu? Sie predigen den gleichen Schmu. Mhm. Leistungsgesellschaft, mhm. Wer am meisten Bullshit Geld macht. Roboter mit Senf halt. Was werden da für minder bemittelte Werte vermittelt? Oha, ich brauche keine teuren Autos und crazy billigen Message, Digga. Es langt, wenn ich am Ende des Tages satt bin. Meine Einstellung hat auch nichts mit Religion zu tun. Marky, es geht mir um Menschlichkeit und Moral. Der Rest ist mir egal. Verstanden. Land einfach Muslim geworden. Geht's dir gut? Ja, alles gut. Wie war dein Urlaub? Sehr schön. Alles genossen? Viel Sonnen. Ja. Viel guter Mensch. Wir bringen viel Zeit mit. Dann auch Mykonos, klar. Ja, es war ein schöner Urlaub und jetzt zurück und wir sind bereit. Sehr schön. Wir sehen uns beim Abendessen. Ach. Alhamdulillah. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und Abo da. Alter. Das Outro steht da mal ganz anders. Geil, sehr, sehr geil.